verboten in Deutschland und deswegen der beste Wechselrichter auf dem Markt. Hallo meine Freunde, wie geht es euch? Dieser Wechselrichter von Dai hat ein NA-Zertifikat und ein verbautes Relais laut Zertifikat. Dieses Relais ist hier drin nicht verbaut, deswegen ist er offiziell in Deutschland nicht zugelassen. Was ist ein Relais? So sieht symboltechnisch ein Relais aus. Wir haben hier eine Spule, Kontakte und das ist genau die Schwachstelle. Ja? Die Kontakte können mit der Zeit korrodieren, Plastikteile können durch die Hitzeentwicklung brechen, porös werden und dann ist dieser Wechselrichter nicht mehr zu gebrauchen. Reparatur nicht möglich, da er innen komplett vergossen ist. Deswegen hat Dai diese Lösung vorgeschlagen. Dieses Bauteil, ja, was anfällig ist, wird einfach extern angeschlossen zwischen Wechselrichter und dem Schuko-Stecker. Und sollte dieses Teil defekt gehen, so wird man das einfach tauschen können. Und so kann man den Wechselrichter mehrere Jahre betreiben. Aus diesem Grund hat Dai die Garantie auf 15 Jahre erhöht.